Wunderschöne Aussicht hier bei uns beim Büro, direkt um die Ecke vom Limaplatz Zürich. Ich habe eine kleine Pause verdient, ganz ehrlich, weil gestern haben wir ein wunderbares Rhetoriktraining, Medientraining mit einem Stammkund. Dabei ist mir aufgefallen, dass der natürlich logischerweise immer besser wird und vor allem auch immer bessere Präsentationen mitbringt aus seinem Alltag. Präsentationen, die mittlerweile auf die meisten Zahlen, Daten, Fakten verzichtet. Dabei ist mir wieder mal klar bewusst worden, dass sich die Leute Zahlen, Fakten, zu viele Informationen nicht merken können. Mit einer Ausnahme. Geld, Moneten, nur Bares ist Wahres. Mit Geld erreicht man das Publikum sehr gut, weil es emotional ist, solange es greifbar ist. Da, die 50er Noten, das ist ein greifbarer Wert, das können sich die Leute vorstellen, das kennen die Leute. Sobald es aber zu komplex wird, ist es wichtig, dass man Zahlen in Relationen setzt. Ich mache ein fiktives Beispiel, so wie es könnte sein bei den Kollegen aus der SRF Radio Nachrichtenredaktion in Bern. Wenn die jetzt würden sagen, ich weiß auch nicht, beispielsweise in einer Nachrichtenmeldung, das Bruttoinlandprodukt steigt um 0,256%. Dann haben die Leute keine Ahnung, was das für ein Budget bedeutet. Die Leute haben auch keine Ahnung, was das überhaupt ist, das Bruttoinlandprodukt. Das heisst, Fachbegriff und Cash, also Zahlen, in Relationen setzen. Die Umrechnung ist jetzt natürlich völlig fiktiv, aber dann würde es halt irgendwie heissen, das Bruttoinlandprodukt steigt in der Schweiz um 0,2356%. Das heisst, dass jeder, der bei uns im Land arbeitet, Ende Monat ein 50er-Nötchen mehr im Kessel hat. Und schon ist klar, aha, okay, im Durchschnitt gibt es für mich, im Publikum gibt es für mich mehr Geld im Schnitt. Und dann nicht 50 Franken, sondern ein 50er-Nötchen. Das ist bildhaft, das Kessel auch. Und so kann man die Zahlen gut in den Köpfen der Leute verankern, bildhaft verankern.